Herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Ikarus, Beta, drittes Wochenende, Arktikbiom und das würde ich echt gerne mal sehen und ihr werdet es nicht glauben, ich habe es echt geschafft, hier sieht man noch meinen ganzen Bröll, ich habe es echt geschafft, mein Loot zu finden, bin aber nochmal gestorben auf dem Weg hierher, also das war belastend. Sagen wir es mal so. Und ich hoffe jetzt einfach mal. Ich glaube, wir müssen hier nämlich lang. Genau. Noch ein bisschen weiter nach oben tatsächlich. Wir müssen eher in die Richtung. Hoffe, wie gesagt, dass wir jetzt keinem Bären mehr begegnen, weil das ist leider für mich die letzte Aufnahme. Die Folgen kommen aber dieses Mal alle 2 Tage und so überbrücken wir quasi genau die Zeit bis zur nächsten Beta. Das war jetzt so mein Plan. Nur wie gesagt, wenn wir jetzt hier noch des Öfteren sterben, geht sich das zeitlich nicht mehr aus, leider. Aber ich würde halt wirklich gerne wenigstens nochmal. Wo sind wir jetzt bei L11? Ja, das passt schon. Wir müssen hier lang. Hier müsste es einen Durchgang geben. Ja, gibt es auch. Da vorne ist nur ein Elch. Ja, auf jeden Fall bin dann nochmal gestorben und dann war es schon Nacht. Dann habe ich schnell... Hier gibt es keinen Durchgang. Ja. Yeah. Dann habe ich die Nacht noch schnell. Doch, gibt's. Verbracht. Quasi auf der Bedroll. Und bin dann hier früh morgens. Dachte ich, es bringt doch alles nichts, wenn du jetzt da in der Nacht rumhantierst. Dann schlafe eben schnell. Und das hat wirklich funktioniert. Hier ist auch wieder ein bisschen offener, sodass wir vielleicht. Meister Pets sehen können. Bingo. Wow, muss der jetzt hier langlaufen? Wenn wir jetzt eine Bedroll hätten, ne? Würde ich ja sagen. Okay, dann lösen wir das halt so. Auch wenn uns das jetzt vielleicht hier ein bisschen wehtut. Ah, ein bisschen sehr wehtut. Oh, Beinbruch. Ja, was war denn da? You will move slowly. Da hilft uns ja wahrscheinlich die Bandage auch nichts, oder? Das wäre nice, aber dem wird so nicht sein. Doch! Doch, wir haben es wieder gekittet, Freunde. Juhu! Jetzt vielleicht noch ein bisschen was essen. Zum Heilen. Und vielleicht noch einen Wolf oder so killen, aber erst wenn wir wieder ein bisschen fitter sind. Ich hoffe nur, wir begegnen jetzt nicht noch einem Bären. Ich will doch einfach nur mal im Schnee. Und ja, theoretisch, wenn meine Berechnungen stimmen, kommt diese... Oh, habe ich mich erschrocken. Kommt diese Folge ja jetzt hier am Freitag. Sprich, morgen ist schon wieder Start der neuen Beta. Eigentlich. Ich gehe jetzt ganz bewusst hier so ein bisschen weiter oben. Wie schaut es denn bei uns sonst so aus? Wir sind eigentlich... Ich esse lieber das jetzt nochmal zum Heilen. Mir lieber. Dann ernähren wir uns lieber von den Bären. So, aber sonst sind wir eigentlich noch recht fit.
Oh. Das wäre natürlich toll, ey, wenn eine Bettrolle incoming wäre. Ja. Glaube, es reicht. Ob wir jetzt die Knochen brauchen, weiß ich gar nicht. Da unten läuft noch einer. Was fehlt uns? Ein Vor? Oh nein. Okay, dann. So, jetzt haben wir aber unsere Bettrolle. Ja, ich habe geübt. Oh, wir kriegen sogar den Pfeil wieder. Bettrolle. Craften. Gucken wir jetzt alles mal, weil so viel Kram brauchen wir gar nicht bei uns haben. So. Okidoki. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? L10? Ja, das schaut gut aus. Wir müssen Richtung K10. Und zwar jetzt hier oben lang. Also ein bisschen rechts halt. Ja, gut, sehr gut. Also ein bisschen rechts halten, aber da sind schon wieder Wölfe ohne Ende. Ich versuche mich mal hier durchzumuckeln. Mir ist es hier sowieso lieber. Wenn wir vielleicht den Bären etwas früher sehen können. Haben wir einen Haufen Weizen. So. Haben wir sogar eine Bedroll. Wo drauf liegt die Bedroll? Auf der 6. Okay. Ah, Moment, das ist leer. Dann packen wir das dahin und die Bedroll auf die 9. So machen wir. Einmal kurz durchreparieren. Das geht nicht. Das geht. Hier brauchen wir wahrscheinlich, denke ich mal, die Werkbänke für. Alles, was in den Werkbänken gemacht wird, wird wahrscheinlich auch da drinnen nur reparabel sein. AD. Aber wir könnten mal kurz hier vielleicht unser Lagerfeuer schnell aufschlagen und uns ein bisschen was zu essen braten. Das wäre eventuell noch eine Alternative. So, da hinten war ein Wolf, den müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Jetzt müssten wir eigentlich schon recht nah am. Also der Übergang von L10 zu K10, kurz danach. Hier fängt der Schnee an, laut Map. Kann natürlich auch nicht exakt so sein, aber ich denke schon, dass wenn wir jetzt hier gleich um die Ecke gehen, dass dann da der Schnee kommt. So, wir sind aber auch wieder voll aufgeheilt. Wir haben gut Wasser dabei. Wenn jetzt hier irgendwo noch ein blauer Stein wäre, den man abbauen könnte, würde ich den vielleicht noch eben schnell abbauen. Aber hier am Rand ist keiner, ne? Nee, ist mir dann auch
Nee, ich bleib lieber erstmal hier beim Vor. Auch, aber auch echt lang, ne, an dem Feuer. Na, egal. Es ist wichtig, weil wir mit diesem Feuer halt auch... Quatsch, mit dem Fleisch uns auch heilen können. Ah. Seht ihr da hinten? Schnee. Das war mein Ziel. Wenigstens dahin zu kommen. Und es war steinig und schwer, aber ich hab's geschafft. Und es macht so einen mächtigen Spaß. Ich freue mich so tierisch, wenn dieses Spiel rauskommt. Der absolute Wahnsinn. Ja. Eins noch. Das ist schon fast verfault, ne? Das ist Wahnsinn. Durch die Bären haben wir halt aber auch immer gut, mach fertig. Durch die Bären haben wir halt auch immer gut Wasser und Nahrung. Das ist halt ein Vorteil. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal vorsichtig weiter. Ich möchte jetzt keinem Bären mehr begegnen. Manchmal, entweder ist es ein Laderuckler. Ich glaube, das ist hier zwischen den Kürz. Da hat man so leichte Laderuckler. Oder auch, wenn eine Höhle in der Nähe ist oder irgendwas. Man kriegt aber hier von mehr und schlägt schneller, oder? Also, man baut schneller ab, sagen wir es mal so. Weil wir sehen ja, wir machen hier einen Waffenschaden. Wir sind aber jetzt überlastet, wo das schlägt. So. Immer noch 114. Fängt es an zu schneien. Das ist so schwer. Oh je. So. Ach. Und wieder ein Stürmchen. Ja, dann. Packen wir noch mal wieder ganz schnell. Unsere Holzwände aus. Nee. Hier machen wir ein Fenster. Hier machen wir auch Fenster. Hier machen wir Tür. Ah, falsch. Wir brauchen ja eigentlich gar keine, aber ist egal. Komm, besser haben als brauchen, ne? So. Dach noch oben drauf. Ah. Bisschen eng hier, aber ja. Natürlich auch wieder ein Thunderstorm. Hat uns jetzt noch gefehlt. Ah, ich hoffe, wir überleben das Ganze. Rüste mich schon mal für etwaige Eventualitäten aus. Aber diesmal haben wir es gut geschafft, ne? Zack, 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 Häuschen steht. Sturm abwarten, alles gut. So, jetzt wird es gleich Karamba geben. Was läuft denn da hinten Großes im Schnee rum? Also hier scheint es
keine Blitze zu geben, zumindest. Vielleicht. Oder doch? I don't know. Ah, doch, doch. Ich dachte schon, weil das hier vielleicht das Schneebiom ist, gibt es hier keine Blitze, aber da haben wir uns geirrt. Die Bude hält. Jetzt wird es gleich richtig heftig. Das sieht man oben rechts immer, wenn es diese dunkelrote Färbung kriegt. Das ist dann der Abschnitt vom Sturm, der richtig unlustig wird. Da ist der Rest noch Pillepalle gegen. Naja, ich finde es, also ich finde es nice, mal mittlerweile gewöhnt man sich dran. Also bis jetzt ist ja eigentlich, wenn wir mal so sehen, der Bär der einzigste Gegner, den wir noch nicht schaffen. Ha? Und an diese Verhältnisse hier, oh, jetzt wird's gleich lustig. Aber an diese Wetterverhältnisse hier und sowas gewöhnt man sich. Und ich meine, so eine Butze ist ja wirklich recht schnell aufgestellt, also. Ja? Das fällt nur gerade auseinander. Wow. Hat's hier gerade bei uns den Baum umgesägt? Ja, ich glaube, der Baum nicht um, oder? Also ich hatte jetzt die Tage schon mal einen Baum, der da einfach auf einmal rumlag. So. Das Heftigste ist rum. Schaut's aus, das ist heile. Das ist heile. Jetzt auch wieder heile. Ach, wir warten jetzt einfach noch den kurzen Moment ab. Ist ja nicht mehr viel. Dann reparieren wir einmal durch. Tatsache. Direkt vor uns hat es den Baum umgelegt, ey. Hui, hui, hui. Ah, guck mal, wenn wir hier nur keine Tür drin haben, ist das auch kein Shelter. So. Das sollte jetzt auch nur noch Regen sein. Die war nicht kaputt, ne? Der auch nicht. Der ist noch kaputt. Boden. Ach, Boden müssen wir erst reparieren. Aber ist doch gar nicht zum Reparieren. So. Ist wahrscheinlich, weil wir drauf standen. Gut. Ach, da vorne sind schon Wölfe. Wisst ihr was? Wir bauen hier den, doch, wir lassen den kleinen Shelter hier. Und bauen da. Und bauen da unser Bett rein.
So. Weil dahinter waren, hinten waren ja wieder Wölfe. Wir machen das so. Ist, glaube ich, gar nicht so unklug. So. Jetzt legen wir hier in irgendeiner Form aber Colliding mit was? Ah! Hey, wir konnten noch eben einmal legen. Hier. Ne, warte. Können wir es vielleicht drehen? Respawn-Punkt setzen. Ach so, oh, wir haben noch kein Dach. Okay. Verstehe ich. So. Respawn. Wird das noch einmal hier in die Ecke kriegen? Nee. War hierher. Weiß nicht, ob das was nützt, aber wir bauen noch ein Vordach. Vielleicht bleibt, obwohl das Holz, das Lagerfeuer blieb ja eh immer, ne? Egal. So. Ja. Packen wir jetzt hier noch die Kohle rein. So. Die Luft wäre auch ganz gut. So. Weil so. Sind wir wieder voll aufgefüllt. Und ja. Wir können uns vielleicht an dem einen oder anderen Wolf vorbeimackeln. Hihihi. Er hat uns nicht gesehen. So. Hey, wir sind angekommen. Im Schnee. Jetzt müssen wir natürlich auch unten links unsere Temperaturanzeige im Blick behalten. Aber sieht schon cool aus. Auch mit den Schneewehen und so. Oh je. Ja, ist ja gut. Ah, kommt direkt der Kumpel auch noch. Noch einer. Seht ihr, also da hat man dann, wenn man eh schon angeschlagen ist, hat man dann da wenig Schnitte. So. Wir taken mal all. So, irgendwo noch einer. So, jetzt müssen wir ganz schnell was essen. Wo habe ich denn die Fackel? Noch einer? Ach Leute. Also das ist halt unlustig, ja? Also 3, 4, okay, aber guck mal. Ja, keine Chance. Aber ist ja egal. Deswegen haben wir ja da vorne extra unser Bett gebaut. In weiser Voraussicht. Wir gucken noch mal ganz kurz ziemlich mittig. Alles klar. Aber ich denke mal, das sollten wir finden. Wir liegen hier kurz bevor es grün wird. Ja, sollten wir finden.
Wir sind zwar eh schon wieder bei 25 Minuten, aber so einen kurzen Blick wollte ich doch noch riskieren. Und vor allen Dingen brauchen wir auch die, brauchen wir auch die... Die Fackel. Da stolzieren sie immer noch rum. Mist. Da liegt mein Häubchen. Doch nicht wahr. Ich habe noch nichts ausgerüstet. Warum legt sich das denn nicht unten rein? Warum legt sich das Zeug denn nicht wieder unten rein? So, Ruhe jetzt. Hat Anna ist da hinten. Hängt's bei dir oder was? Das ist doof, dass wenn man sich lootet, dass das Zeug sich nicht automatisch wieder hier unten reinlegt. So, und den Rest können wir ruhig so lassen, weil... Ah, oh. Entschuldigung, das wollte ich nicht. So. Leben ist wieder niedrig. Ich lasse die Gerippe da liegen. Oh, wir haben auch 17 Uhr. Und da kommt schon der nächste Kumpel. Dann werde ich mich jetzt erst noch mal ins Häuschen verziehen, da die Nacht schlafen. Ist wirklich gut, dass wir das gemacht haben. Und auch vor allen Dingen das Fleisch braten. Ja. Und wir haben zwar nicht mehr so viel gesehen vom Schneebiom. Da scheint es auch wieder ganz schön hart zur Sache zu gehen. Man merkt es ja. Aber alles in allem macht mir das Spiel einfach unglaublich viel Spaß. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Beta, wenn es ins Desert-Biom geht, also in die Wüste. Und ich hoffe, ihr seid auch da wieder mit dabei. Und das ist ja, wenn ihr das hier seht, schon morgen der Fall. Beziehungsweise die Folgen werden wahrscheinlich dann wieder Sonntag kommen. Und ja, habt bis dahin eine schöne Zeit. Ich freue mich. Eure Shazadi. Ciao, ciao.